Wir wollen heute bi'idhnillah ta'ala über ein sehr, sehr schönes und sehr, sehr wichtiges Thema sprechen. Wir wissen, irgendwann wird das Urteil über uns gefällt. Allah azzawajal wird sagen, in das Paradies oder in das Höllenfeuer. Möge Allah azzawajal uns alle in das Paradies eingehen lassen. Allah azzawajal sagt, فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي النَّارِ أو فِي السَّعِيرِ. Eine Gruppe kommt in das Paradies herein und eine Gruppe kommt in das Höllenfeuer herein. Du entscheidest. Du entscheidest bedeutet, du musst dich für diesen Weg vorbereiten, wo du auch gerne hin möchtest. Wenn du in das Höllenfeuer möchtest, da brauchst du gar nichts zu tun. Da kannst du so bleiben, wie du bist und kannst noch schlimmer werden. Das Höllenfeuer ist garantiert. Aber wenn du in das Paradies möchtest, dann musst du Allah subhanahu wa ta'ala beweisen, wie ernst du es meinst mit dem Paradies. Und das ist nicht eine Sache, die leicht zu erkaufen ist bei Allah azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Ala inna sil'ata Allahi ghaliya. Ala inna sil'ata Allahi al-Jannah. Die Ware Allahs ist teuer. Subhanallah. Warum ist die Ware Allahs teuer? Die Ware Allahs ist das Paradies. Daher, das ist nicht eine Sache, die du leicht erkaufen kannst oder leicht erreichen kannst. Vielmehr musst du Allah subhanahu wa ta'ala jeden Tag beweisen, dass das Paradies dein höchstes Ziel ist. Erst wenn Allah azza wa jal in deinem Herzen sieht, dass du nichts anderes sehnlicher begehrst als Allahs Wohlgefallen und damit das Paradies, so wird Allah azza wa jal dir auf deinem Weg verhelfen, immer das Gute zu tun, sei dir sicher. Allah wird dir helfen. Auch wenn du kurzfristig vom Weg abkommst, Allah wird dich wieder dahin zurückführen, weil er weiß, was in deinem Herzen ist. Jeden von uns kann passieren, dass er einen schlechten Tag hat oder vielleicht sogar eine Woche oder vielleicht einen Monat, dass er nicht so praktizierend ist, wie er es normalerweise ist. Aber er liebt die Praktizierung und er liebt Allah und den Gesandten, sallallahu alaihi wasallam. Aber er ist in einer Zeit hereingeraten, wo die Fittern, wo die Versuchungen viele sind. Und daher, liebe Geschwister, ist unsere Aufgabe, dass wir uns anstrengen und Allah subhanahu wa ta'ala mit unserem Herzen sagen, ganz gleich, was mir im Leben zustößt. Ja Allah, wenn du mir alle Liebsten nimmst, die ich habe, und wenn du mir auch mein ganzes Geld nimmst, und wenn du mir keine Freunde übrig lässt und du machst, dass alle Menschen mich auf der Welt hassen, so hängt mein Herz nur an dir. Wenn Allah dieses sieht in deinem Herzen, sei dir sicher, nichts wird dir mehr passieren, o Diener Allahs. Du musst das leben. Du musst das Allah subhanahu wa ta'ala beweisen. Viele Geschwister beklagen sich bei uns und sagen, ich spüre nicht die Süße des Iman. Ich spüre nicht die Süße des Glaubens. Die Süße des Glaubens ist nicht eine Halwa, eine Süßigkeit, die jeder spürt. Nein, liebe Geschwister, vielmehr ist das eine Süßigkeit, die du dir erwirtschaften musst, erarbeiten musst. Wenn ich euch frage, erinnert euch zurück an den Tag, als die Wahrheit in eure Herzen hereingekommen ist. Was war man bereit, alles zu tun? Wallahi, alles. Erinnert euch nur an diese Tage, die vielleicht bei manchen ein paar Tage zurücklegen, bei manchen vielleicht auch Jahre. Was warst du bereit zu diesem Zeitpunkt zu tun, als du erkannt hast, der Islam ist die Wahrheit? Und ihr kennt das Beispiel von Musa a.s., als er ein Duell hatte mit den Zauberern von Bani Israel. Diese Zauberer waren Zauberer, Lügner. Sie haben die Augen der Menschen verzaubert. Und sie haben ihre Stricke geworfen. Und sie haben ihre Seile geworfen. Als ob sie damit Gläubige beeindrucken konnten. Sie konnten nur die Kuffar beeindrucken, diejenigen, die nicht an Allah und den Gesandten geglaubt haben. Musa a.s. hat was geworfen? Ein Stock, sehr gut. So. Was ist aus dem Stock geworden? Eine Schlange. Allah hat aus einem leblosen Gegenstand ein was gemacht? Ein lebendiges Tier, subhanahu wa ta'ala. War das Zauberei? Hat Allah die Augen der Leute verzaubert oder hat Allah die Allmacht über alles? Allmacht über alles. Infolgedessen, als die Zauberer, die ja ihr Handwerk kannten, die ihren Beruf kannten, als sie das gesehen haben, dass Allah subhanahu wa ta'ala daraus eine Schlange gemacht hat, was haben sie gesagt? Die Wahrheit ist in ihre Herzen hereingekommen und sie haben gesagt, wir glauben an den Herrn von Harun und
und Musa. Für sie war die Wahrheit zu diesem Zeitpunkt das Schönste, was sie in ihrem Leben erleben konnten. Was ist daraufhin passiert? Sie haben sich niedergeworfen. Das war für sie der Moment der Wahrheit. Pharaon hat ihn gleich gedroht. La'natullah alayh. Allahs Fluch auf ihn. Was hat er gesagt? Er sagte zu ihnen, glaubt ihr etwa, bevor ich es euch erlaubt habe? Allahu Akbar, schaut mal, wie viel Hochmut, wie viel Kibir eine Person haben kann. Als ob er entscheidet, wer glaubt und wer nicht glaubt. Aber so sind die Hochmütigen dieser Erde. So sagte er zu ihnen, um ihnen Angst zu machen. Und er beschrieb die Strafe detailliert. Was sagte er zu ihnen? Ich werde euch eure, sagt mit mir, ich werde euch eure Hände abhacken und auch eure Beine und ich werde euch an die Palme kreuzigen. Jetzt überlege, sowas sagt dir jemand, der das auch umsetzen kann. Hatte Pharaon eine Armee oder nicht? Er hatte eine Armee. Er hat 70.000 kleine Kinder geschlachtet. Sollte es jetzt an weiteren Zauberern haken? Nein, er hätte es umgesetzt. Was haben sie zu ihm gesagt? Sie sagten zu ihm, tu, was du willst. Du kannst nur einige Sachen in dieser Dunya bestimmen, aber das Jenseits gehört Allah subhanahu wa ta'ala. Wie lange waren sie Muslime, diese Zauberer? Wie lange? Wir reden über einen ganz kurzen Zeitraum. Als die Wahrheit in ihre Herzen hereingekommen ist, was waren sie bereit zu tun? Für ihre Wahrheit zu sterben. Tja, das ist der Unterschied zwischen ihnen und uns. Sie waren bereit, für die Wahrheit zu sterben, ohne mit der Wimper zu zucken. Warum? Weil diese Wahrheit hat für sie alles bedeutet. Und dann fühlst du auch die Süße im Iman, die Süße des Glaubens. Jetzt weißt du, warum du die Süße vermisst. Allah Azza wa Jal, wenn du die Wahrheit erkennst und bereit bist, ihr zu folgen, dann lässt er dich von dieser Süße etwas spüren, damit du auch dieses Gefühl einmal verspürt hast, was bedeutet es, eine Süße im Iman, im Herzen zu tragen. Aber es ist wie, wenn du in einen Süßigkeitenladen hereingehst, die erste Süßigkeit, die der Verkäufer dir gibt, ist umsonst oder musst du dafür Para bezahlen? Die ist umsonst. Dann genießt du das und sagst, ja, Allah, lecker. Der Verkäufer merkt das aber. Er sagt ihnen, das eine war umsonst, wenn du jetzt etwas Süßes essen willst, dann musst du dafür bezahlen. Was heißt das bezahlen? Was meinte er damit? Er meint damit, der Verkäufer, du hast etwas von der Süße gespürt. Und Allah hat uns etwas von der Süße gegeben. Aber nur vorübergehend. Jede weitere Süße musst du dir jetzt hart erarbeiten. Und jetzt weißt du, warum vielen die Süße im Iman fehlt. Möge Allah Azza wa Jalla uns diese Süße spüren lassen. Wallahi, ich sage euch eine Sache. Nicht, dass ihr denkt, ich spüre die Süße im Iman. Mein Iman ist schwächer als euer Iman. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns einen wahrhaftigen Glauben schenken. Aber ich sage euch eine Sache. Wer diese Süße im Herzen spürt, er wird nichts an sich heranlassen. Selbst wenn die größten Verbrecher kommen und ihn mit dem Tod drohen, es wird ihm nichts ausmachen, weil er im Herzen nur eine Sache trägt, die Liebe und Sehnsucht zu Allah. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimullah ta'ala war die Hälfte seines Lebens im Gefängnis. Er wurde immer wieder in das Gefängnis hereingebracht. Auch Ulama haben ihn damals angezeigt, bei dem damaligen Führer. Sie haben ihn angezeigt, weil sie neidisch waren auf sein Wissen. Und so ist er immer wieder in das Gefängnis hereingegangen. Die Hälfte seines Lebens saß er im Gefängnis. Aber subhanallah, er sagte eine Sache, مَا يَصْنَعُ أَعْدَائِ بِي. Was sollen meine Feinde mir schon antun? إِنَّ حَبْسِ خَلْوَ bedeutet, wenn sie mich einsperren ins Gefängnis, dann habe ich noch mehr Zeit, wen anzubeten? Allah Azza wa Jal. Ich brauche beim Rukur und beim Sujud, bei der Verbeugung und bei der Niederwerfung, mich nicht zu beeilen. Ich habe Zeit für Allah subhanahu wa ta'ala. Und er sagte, وَقَتْلِ شَهَادَ. Und wenn sie mich töten, dann ist das was für mich? Eine Schahada, ein Märtyrertum. Und wenn sie mich des Landes verweisen, dann habe ich andere Länder gesehen. Was sollen meine Feinde mit mir einstellen? Wer so eine Einstellung hat, der wird ein glückliches, zufriedenes Leben haben. Aber wisst ihr, warum wir nicht diese Süße schmecken? Weil unser Register voll ist mit Sünden,
mit üblen Sünden. Und Allah subhanahu wa ta'ala, als er über ein Volk gesprochen hat, die behauptet haben, sie werden das Paradies bekommen, Allah azza wa jalla sagt, قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُ الْمَوْتِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Sie haben gesagt, für uns ist das Paradies bestimmt. Sobald wir sterben, gehen wir in das Paradies. Allah sagt zu ihnen, hört zu, Allah Azza wa Jalla sagt zu ihnen, wenn für euch das Paradies bestimmt ist, dann wünscht euch doch den Tod. Weil, wenn ich dich jetzt frage, es ist für dich schon bestimmt, dass du in das Paradies kommst. Möchtest du noch eine Sekunde leben? Hier in dieser Dunya? Du ja, du ja. Du hast immer viel zu tun, Allahumma barik. Möchtest du noch eine Sekunde leben? Du? Warum nicht? Weil was im Paradies existiert, ist nicht vergleichbar mit dem, was in der Dunya ist. Allah sagt, so wünscht euch doch den Tod, wenn das Paradies für euch bestimmt ist. Aber Allah Azza wa Jalla sagt, aber sie werden sich niemals den Tod wünschen. Warum? Was ist die Antwort von Allah? Wegen ihren Sünden. Allahu Akbar. Hier haben wir eine Sache gelernt, dass wenn du viele Sünden hast, und wir sind alle Sünder, aber wir wollen das korrigieren, inshallah ta'ala. Wenn du viele Sünden hast, dann verlierst du die Gewaltigkeit Allahs. Allah ist für dich nicht mehr gewaltig. Wenn du viele Sünden machst, dann sinkt deine Sehnsucht, Allah Azza wa Jalla zu treffen. Wenn du viele Sünden machst, fängst du an, dich selber zu hassen. Und das ist das Problem, liebe Geschwister, wir sind Sünder. Aber was ist unsere Aufgabe, wenn wir gesündigt haben? Dann sofort wieder bei Allah subhanahu wa ta'ala zu bereuen und zum Weg zurückzukehren, auf das Allah Azza wa Jalla uns dazu verhilft und von uns sieht, dass obwohl es uns schwerfällt, vor allen Dingen an solchen Tagen herauszugehen und unserer Arbeit nachzugehen, zur Schule zu gehen oder sonstiges, dass wir uns anstrengen, nicht die Sünden zu machen, die Leute allesamt machen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns ein weißes Blatt ab diesem heutigen Tag schreiben. Allahumma amin. Unser Thema heute, ich weiß, irgendwann wird das Urteil über mich gefällt, Yawmul Qiyamah, Paradies oder Höllenfeuer. Aber gibt es Zeichen, Alamat in dieser Dunya, dass ich erfolgreich bin? Wir wollen heute erlernen, gibt es Zeichen in dieser Dunya, in dieser Welt, dass Allah mit mir zufrieden ist? Allahu Akbar. Hören wir erstmal ein paar wunderschöne Ayat aus dem Koran al-Karim, aus Surat Yunus. Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dhalika huwa al-fawzul azim. Allahs Worte, die beruhigen, die Honig für das Herz sind. Und wann auch immer du Sorgen und Kummer und Nöte hast, wallahi, kehre zurück zum Koran, lies den Koran und der Kummer wird verschwinden. Denn wenn du die frohen Botschaften im Koran liest, wird sich dein Kummer minimieren. Und wenn du Sorgen hast und Nöte hast, aber du liest im Koran über diejenigen, die im Höllenfeuer bestraft werden, dann sagst du, wallahi, diese Leute haben größere Probleme als ich hier in dieser Dunya. Allah Azza wa Jal, er beschreibt, wahrlich, die Awliya Allahs, wer sind die Awliya Allahs? Sie brauchen keine Angst zu haben und müssen nicht traurig sein. Eine Bestätigung von Allah. Was bedeutet, sie brauchen nicht traurig zu sein? Sie brauchen, hier in diesem Fall, sie brauchen keine Angst zu haben, bedeutet vor den Ereignissen, denn ihre Seele wird genommen werden und sie werden in ein Grab hereinkommen. Und sie werden versammelt am Tage der Auferstehung. Und sie werden viele Ereignisse, Yawmul Qiyamah, erleben. Das wird nicht leicht sein. Allah sagt, sie brauchen keine Angst zu haben. Allah wird ihnen Sicherheit geben zu diesem Zeitpunkt. Allahu Akbar. Wisst ihr, liebe Geschwister, dass diese Ereignisse die schlimmsten Ereignisse sein werden, Yawmul Qiyamah? Was wird mit einem kleinen Jungen passieren, der diese Ereignisse sieht? Hä? Wer sagt es mir? Der kriegt graue Haare. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. Wie könnt ihr an diesem Tag ungläubig sein, sagt Allah Azza wa Jal, wo ein kleines Kind graue Haare bekommen wird. Wie könnt ihr an so einem Tag ungläubig sein? Habt ihr keine Angst? Ein kleines Kind
der nicht versteht, wird graue Haare bekommen vor den Ereignissen, die sich abspielen an diesem Tag, liebe Geschwister. Subhanal Malik. Und hier sehen wir diese Ereignisse. Allah wird dir die Angst nehmen, wenn du zu den Awliya Allahs gehört hast. La khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Und sie brauchen nicht traurig zu sein. Alles, was du hinterlassen hast in dieser Dunya. Du hattest Kinder und hast dir Sorgen gemacht, dass sie rechtschaffen werden. Du hattest eine Frau, du machst dir Sorgen, dass ihr etwas passiert. Alles, was du hinterlassen hast, niemand anderes kümmert sich darum, außer Allah. Eine Bushra. So, jetzt aber die Frage, wer sind die Awliya Allahs? Allah Azzawajal sagt, diejenigen, die glauben und gottesfürchtig sind. الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. Aber was bedeutet Waliullah oder Mehrzahl Awliya Allah? Wer sagt mir, was bedeutet das? Wer sind die Awliya Allahs? Das sind die besten Diener, liebe Geschwister im Übrigen. Wer sie anfeindet, nur anfeindet, wird mit Allah einen Krieg erleben. Allah schützt dich in jeder Sache. Allah schützt dich in jeder Sache. Wer sind die Awliya Allahs? Schaut mal, Allah hat uns das doch erklärt im Koran. Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Das sind diejenigen, die geglaubt haben und gottesfürchtig waren. Zwei Eigenschaften. Wenn du diese hast, gehörst du zu den Awliya Allahs. Möge Allah uns zu ihnen zählen lassen. Das sind die besten Diener. Wer auch immer sich mit ihnen anlegt, kriegt es mit wem zu tun? Mit Allah subhanahu wa ta'ala. Niemand darf diesen Awliya Allahs etwas antun, wenn er nicht einen heftigen Krieg mit Allah subhanahu wa ta'ala haben möchte. Jetzt wissen wir, wer die Awliya Allahs sind. Das sind diejenigen, die geglaubt haben und gottesfürchtig sind. Allah sagt weiter, subhanahu wa ta'ala, ihnen wird die frohe Botschaft in der Dunya zuteil werden. Das heißt, sie werden in der Dunya schon die frohe Botschaft bekommen, dass sie zu den Erfolgreichen gehören. Allahu Akbar. Ist das eine schöne Botschaft? Möchtest du so eine Botschaft bekommen? Wenn du diese Botschaft bekommen hast, Alhamdulillah, du gehörst zu diesen Leuten. Und heute wollen wir darüber sprechen, was ist denn diese Botschaft? Ihnen wird die Botschaft in der Dunya verkündet, sagt Allah Azza wa Jalla, und auch in der Akhira im Jenseits. Subhanallah. Und dazu haben wir verschiedene Punkte. Erstmal solltest du wissen, du gehörst zu diesen Awliya Allahs und die frohe Botschaft kommt zu dir schon in der Dunya, wenn du deine Taten aufrichtig für Allah machst. Du hast nicht das Wohlgefallen der Leute dabei im Blick, sondern du hast deine Taten nur gemacht für Allah Azza wa Jal. Und die Menschen lieben dich dafür. Allahu Akbar. Die Menschen lieben dich dafür. Höre diese Überlieferung. So heißt es von Abu Dharr, radiyallahu anhu arda, qala ya Rasulallah. الرجل يعمل العمل فيحمده الناس عليه. Ein Mann, er begeht Taten. In einer anderen Überlieferung, الرجل يعمل العمل لله. Einer begeht Taten für wen? Für Allah subhanahu wa ta'ala. Daraufhin loben ihn die Menschen. Abul Bara, es gibt Leute, die werden gelobt für Taten, aber sie wollten auch gelobt werden. Ist das dasselbe? Eine Frage an euch. Ist das dasselbe? Sondern was war hier das Entscheidende? Sie machen die Taten für wen? Für Allah subhanahu wa ta'ala. Daraufhin loben ihn die Menschen. Einer sagt zum anderen, subhanallah, dieser Mahmud, ich sehe ihn immer in der Moschee. Ich sehe ihn bei allen 5 Gebeten, mashallah, das ist ein guter Bruder. Der andere sagt, Wallahi, dieser Abbas, subhanallah, ich sehe ihn nur von einer guten Tat zur anderen. Und die Gläubigen reichen diese Namen hin und her. Wer die? Die Gläubigen oder die Kuffar? Die Gläubigen. Sie erzählen gut über diese Gläubigen. Sie fragen sich, wer ist diese Person? Aha, das ist genau der, den Allah Azza wa Jal auserwählt hat, dass er seine Taten für wen macht? Für Allah Azza wa Jal. Und weil er seine Taten für Allah macht, loben ihn die Menschen dafür. Sie haben ihn dabei gesehen und sie erzählen sich einander, wer diese Person ist. Aber natürlich, eine Sache sollten wir nicht falsch machen. Wir dürfen jemanden nicht ins Gesicht was? Loben. Du darfst nicht zu deinem Bruder gehen und sagen, Masha Allah,
Mashallah. Das darfst du nicht machen. Warum? Was passiert sofort in seinem Herzen, wenn du das so sagst? Hä? Was passiert mit seinem Herzen? Bitteschön. Selbstgefallen. Er findet sich toll. Er sagt, der hat eigentlich recht. Ich bin derselben Meinung. Und dann lehnt er sich zurück auf seinem Stuhl. Aber subhanallah, du hast ihm eine Fitna in seinem Herzen gegeben. Warum hast du ihm eine Fitna in seinem Herzen gegeben? Weil dieser weiß doch noch gar nicht, ob Allah überhaupt seine Tat was angenommen hat. Er weiß es nicht. Und zusätzlich noch fühlt er sich gut und toll, dass er gelobt wurde. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam einmal gehört hat, dass einer einen anderen lobt, er sagt zu ihm, lass ihm das nicht hören. Hätte er diese Wörter von dir gehört, dann hättest du ihm das Genick gebrochen. Allahu Akbar. Dann hättest du ihm das Genick gebrochen. Das heißt, du wärst ein Grund dafür, dass diese Person in die Vernichtung gerät. Warum? Weil du hast ihn gelobt für etwas, womit du ihn etwas anderes in sein Herz eingegeben hast. Das ist sehr gefährlich, liebe Geschwister. Lobt nicht die Geschwister. Wenn sie nicht da sind, kein Problem. Aber wen meint jetzt hier der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er gefragt wurde von Abu Dharr? Das ist eine Person, er macht seine Tat für Allah. Es kann sein, dass du dich in einem Zimmer versteckst und dort liest du Koran. Du wolltest nicht, dass jemand dich dabei sieht. Oder du versteckst dich in einem Zimmer, um Allahs zu gedenken. Deine Absicht war nicht, den Menschen zu gefallen. Oder du siehst in einer Moschee einen Spendekasten, du guckst um dich herum, niemand da, dann holst du das Geld heraus und dann schmeißt du das Geld herein. In dem Moment kommt einer und sieht dich dabei. Allah wollte, dass er ein Zeuge darüber ist, dass du ein gutes Tun da bist. Du hast dich versteckt in deinem Zimmer, einer kommt rein, sieht, du liest Koran. Einer kommt rein, sieht, du gedenkst Allahs Azza wa Jal. Und deine Taten sind für niemand anderen außer für Allah. Du selber hast niemals, niemals dir ausgesucht, dass du das für die Menschen machen möchtest. Aber in dem Moment hat Allah Zeugen über dich gebracht, die bezeugen, dass du deine Tat für Allah Azza wa Jal machst. Und daraufhin, was machen sie? Sie loben dich, aber nicht ins Gesicht, sondern sie erzählen einander und reichen deinen Namen herum. Allahu Akbar, dieser Bruder so und so. Allahu Akbar, dieser Bruder so und so. Und dein Name wird herumgereicht unter den Leuten, bis er erreicht hat, was er erreicht hat. Subhanallah. Wer sind diese Leute? Sie haben Ikhlas gehabt. Ikhlas bedeutet, ihr einziges Ziel war, Allah zu gefallen und nicht den Menschen. Heutzutage ist das anders. Einer ist beim Jumu'ah und der wedelt mit seinem Schein. Sein 10-Euro-Schein. Bis jeder ihn sieht, dann macht er so. Als ob er sich verstecken wollte bei der Tat. Aber er hat schon so viel Wind gewedelt, dass alle Leute ihn angeschaut haben. Das sind nicht die Leute, die gemeint sind. Ihr könnt spenden, aber nicht mit welcher Absicht mit? Mit der Absicht, dass man gesehen werden möchte. Das ist eine üble Absicht und sie vereitelt deine Tat, löscht deine Tat und zusätzlich wirst du noch zur Rechenschaft gezogen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren und wisset, diese Tat ist sogar, wie wird sie genannt in unserer Religion? Hä? Wer sagt mir das bitte? Riya, das ist kleiner Schirk, Augendienerei. Du wolltest die Menschen beeindrucken. Kleiner Schirk. Manche sagen, ach klein, hört sich süß an. Kleiner Schirk, liebe Geschwister, ist schlimmer, als dass du eine Seele tötest. Kleiner Schirk ist schlimmer, als dass du Alkohol trinkst. Kleiner Schirk ist schlimmer, als dass du Zina machst. Das ist diese kleine süße Tat. Wollen wir das immer noch als klein sehen? Allah Azza wa Jal Subhanah, er wird dich bekannt machen unter den Leuten. Und diese Leute werden, nachdem sie dich gesehen haben, wie du gute Taten machst, dich loben, gut über dich reden und sie werden dich lieben. Allahu Akbar, lieben? Ja. Wie es in der Überlieferung heißt. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er gefragt wurde, فَيَحْمَدُهُ النَّاسِ, die Menschen werden ihn dafür loben und in einer Überlieferung, وَيُحِبُّهُ النَّاسِ, und die Menschen lieben ihn. Die Menschen lieben ihn. In einer Überlieferung bei Al-Bukhari, wallahi, eine Überlieferung, die unsere Herzen zum Beben bringt. Wenn Allah Azza wa Jal eine Person liebt, wen ruft er dann? Allah ruft Jibril, nicht nur die Engel, den Führer der Engel. Allah sagt ihn, Allah liebt ihn so und so, Fulan. Wie heißt du? Hamza. Hamza. Zum Beispiel, Allah liebt Hamza.
Allah befiehlt dann Jibril, dass er auch wen lieben soll? Hamza. Und Jibril schreit das im gesamten Himmel heraus. Allah liebt Hamza, liebt alle Hamza. Was machen alle Engel? Sie lieben dann alle Hamza. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte am Ende des Hadith, فَيُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ. Dann wird er den Menschen lieb gemacht. Was heißt den Menschen lieb gemacht? Seid ihr euch sicher, dass diejenigen, die Allah und seinen Gesandten hassen, uns niemals lieben werden? Seid ihr euch sicher? Heißt das jetzt, wir werden von ihnen geliebt? Ist das der Hadith? Nein. Das heißt, die Liebe, die Allah in die Herzen seiner gläubigen Diener, Hamza gegenüber, möge Allah dich lieben. Niemand kann diese Liebe herausbringen aus deren Herzen. Niemand. Liebst du den Propheten sallallahu alaihi wasallam? Bist du bereit, dass du diese Liebe mit irgendetwas eintauschst? Ich gebe dir 20 Euro. 100 Euro. Allahu Akbar, du bist teuer. Khalas, 1000 Euro. Abdelhak zahlt. Auch nicht? Warum? Warum bist du nicht bereit, diese Liebe aus deinem Herzen zu nehmen? Das ist das Wertvollste, was ich habe. Allahu Akbar. Das ist der Hadith. Habt ihr den Hadith verstanden? Allah gibt dir eine Liebe in deinem Herzen. Die Leute werden dich lieben. Du wirst diese Liebe nicht aus ihren Herzen herausreißen können. Und die Leute werden mit dir zufrieden sein und sie werden alles tun, damit sie dir helfen können. Das ist, dass Allah Azza wa Jal dich auf der Erde lieb macht. Und genauso, wenn Allah dich hasst, wal-iyadu billah, dann wird Allah dich hassenswert machen auf der Erde, bedeutet, die Menschen werden dich hassen und sie sind bereit, dich so zu hassen, wie ein Gläubiger dich liebt, wenn du ein Gläubiger bist. Das ist der Hadith. Das heißt, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam hörte von einem Mann, der Gutes tut, für Allah etwas tut und daraufhin die Menschen ihn dafür loben, sagte er, tilka ajil bushra al-mu'min, das ist die vorausgeeilte Botschaft von einem Gläubigen, das ist die frohe Botschaft, die er schon erhalten hat. Bedeutet, helft mir, liebe Geschwister, eine Person, wenn er welche Eigenschaft hat, dann ist das schon mal ein gutes Zeichen, dass er in Al-Akhirah, im Jenseits, Erfolg haben wird. Den Punkt, den wir gerade durchgegangen sind. Welche Eigenschaften hat der Diener? Ich möchte, dass ihr euch diese Punkte merkt, inshallah. Bitteschön. Nur für Allah. Er macht eine Sache nur für Allah, richtig. Nicht damit die Menschen ihn loben. Aber obwohl er diese Sache nur für Allah macht, werden die Menschen ihn dafür loben. Werden die Menschen ihn dafür loben. Und noch weiter, Allah wird ihn lieb machen für die Gläubigen. Und subhanallah, liebe Geschwister, das hat ein Zeichen, wenn die Gläubigen gut über dich reden. Wir reden nochmal über einen, der seine Taten für wen macht? Für Allah Azza wa Jal. Wenn die Gläubigen im Gesamten gut über dich reden, das ist ein Zeugnis für dich. Es sieht gut aus für dich, dass du das Paradies bekommen wirst, bi'idhnillah ta'ala. Abul Bara, bitte dein Beweis. Heute ist es sehr heiß, trotzdem haben wir nicht vergessen, dass du für jede Sache uns einen Beweis bringen musst. Höre diesen Beweis. Die Überlieferung ist in As-Sahihain. Wenn wir sagen Sahihain, dann meinen wir welche Bücher? Hä? Bukhari und Tirmidhi? Und Nasai? Und Muslim, richtig. Wenn man euch nicht ärgert, wer sollte euch ärgern, wenn ich das nicht bin? Einmal heißt es in einer Überlieferung, Murra bi Janaza. An dem Propheten sallallahu alaihi wasallam kam eine Janaza vorbei. Was ist eine Janaza? Ein Beerdigungszug. Fa'athnau alaiha bi khair. Dann haben die Sahaba angefangen, über den Toten, der gestorben ist, wie zu reden? Gut zu reden. Faqala Muhammad. Faqala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajabat. Es ist zur Pflicht geworden, zur Pflicht geworden, zur Pflicht geworden. Thalatha marrat, dreimal. Faqala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Als danach eine andere Janaza vorbeigekommen ist, so haben die Sahaba schlecht über diese Person geredet. Im Gesamten. Der so und so und der so. Wer von euch war schon mal auf einer Janaza?
Wer von euch war schon mal auf einer? Hast du die Leute gehört, dass sie gut über den Mann geredet haben? Ja. Wallahi, es gibt Leute, die kommen nur auf einer Janaza, damit sie den Leuten sagen, diesen Shaitan werde ich niemals vergeben. Damit ihr das alle wisst. Da kommt so einer auf der Janaza, um das den Leuten zu verkünden. Und tatsächlich, dieser Mann hat viel Übel und viel Unheil gemacht. Und manchmal kommen Leute zu einer Janaza, wo man gar nicht so besonders wusste über diese Person. Aber Allah versammelt die Gläubigen. Denn wisset, und das ist meine Botschaft an euch, wenn bei deiner Janaza 100 Leute anwesend sind, so wird das erfüllt, worum sie für dich bitten. Allahu Akbar. 100 Leute. 100 Leute, ja Habibi, nicht Momo und Jojo, die Drogendealer. Wir reden über 100 Leute, die richtige Muwahidun sind, die am Tawhid festhalten, La ilaha illallah leben. Leute, die gläubig sind. Wenn diese Leute zugegen sind bei deiner Janaza und sie machen Fürsprache, sie machen Bittgebete für dich, dann zählt das als eine Fürsprache für dich. Wenn sie sagen, ja Allah, lass ihn in das Paradies eingehen, dann wirst du in das Paradies eingehen. Möge Allah Azza wa Jal uns an wunderschönen heiligen Orten sterben lassen. Allahumma amin. Stell dir vor, du stirbst in Mekka. Wie viele Leute beten über dich? Es sind einige, hä? Aber nicht, dass du dich herabstürzt von oben und sagst, Alhamdulillah, jetzt können alle die Janaza auf mich machen. In Medina, wie viele Leute werden für dich beten? Und deswegen die Sahaba, radiallahu anhum, als sie gemerkt haben, sie kamen in die Jahre, dann sind sie in diese Städte gegangen, um nur noch dort ihr Leben zu verbringen und auch dort zu sterben. Und auch dort zu sterben. Das heißt, wenn bei einer Janaza die Leute schlecht über eine Person reden, dann hören wir, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wajabat. Es ist zur Pflicht geworden. Und wenn sie gut über jemanden reden, der gläubig war, hat er genau dasselbe gesagt. Faqala Umar ibn al-Khattab. Dann fragte Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu wa arda. Er sagte in dieser Überlieferung, liebe Geschwister, Ya Rasulallah, ma wajabat. Was ist zur Pflicht geworden, O Gesandter Allahs? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hatha athneitum alayh. Diesen habt ihr mit guten Worten erwähnt. Ihr habt ihn gelobt, Gutes über ihn gesprochen. Fa'athneitum alayhi khayra, wajabat lahul jannah. Und weil ihr gut über ihn gesprochen habt, ist für ihn das Paradies zur Pflicht geworden. Wahada athneitum alayhi sharra, wajabat lahul nar. Und über den habt ihr Schlechtes geredet, so ist das Höllenfeuer für ihn zur Pflicht geworden. Antum shuhada'ullahi fil ard. Ihr seid die Zeugen Allahs auf Erden. Allahu Akbar. Ihr seid die Zeugen Allahs auf Erden. In einer anderen Überlieferung. Wal malaikatu shuhada'ullahi fis sama'. Und die Engel sind die Zeugen Allahs im Himmel. Die Gläubigen sind die Zeugen Allahs auf Erden. Daher wisst, wenn viele Gläubige über eine Person Gutes reden, walhamdulillah, inshallah gehört er zu den Paradiesbewohnern. Inshallah gehört er zu den Paradiesbewohnern. Dieses deswegen, weil Allah Azza wa Jal dir das als Gnade gibt. Tayyib, was können wir für Nutzen ziehen hier aus diesem Hadith? Wir können einen Nutzen ziehen, indem wir wissen, diese Person war tot. Sie haben schlecht über ihn geredet. War das Riba? War das Läster? Eine Frage an euch. Ist Lästern haram im Islam, ja oder nein? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, atadruna mal riba, wisst ihr, was die Riba ist, das Lästern? Sie sagten, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah und sein Gesandter wissen es am besten. Er sagte, dhikru achak bima yakrah, dass du über deinen Bruder etwas sagst, was er nicht mag, nicht was du nicht magst. Wenn es nach dir ginge, du kannst alles sagen. Du sagst, ich habe kein Problem damit, es geht auch nicht um dich. Es geht um den, über den du redest. Dass du ihm im Schlechten erwähnst, sei es auch eine Eigenschaft, die wahr ist, die er wirklich hat, dann hast du Riba begangen. Aber wie können wir das jetzt hier zusammentun mit dem Hadith? Die Sahaba haben schlecht und sie waren die Besten, die Gottesfürchtigsten. Wie haben sie schlecht über diese Person geredet und dieses war keine Riba? Wenn Leute Fussak sind, Übles Tunde, Verbrecher, kein Problem, es gibt für sie keine Riba. Gibt es nicht. Eine Person, er geht jeden Tag raus, er trinkt Alkohol, begeht Unzucht, er redet schlecht über die Leute, er lässt sich nicht läutern und du sagst ihm, ja, ich fürchte Allah,
tausendmal bringt nichts. Über diese Person zu reden, ist keine Riba. Aufpassen. Weil manche unserer Geschwister denken, alles ist Riba. Nein, dieser Hadith beweist klar, es gibt eine Überlieferung, wo der Prophet s.a.w. sagte, es gibt kein Riba, kein Lästern über einen Fasiq. Das heißt über einen Frevler. Aber diese Überlieferung ist nicht authentisch. Aber diese Überlieferung beweist, dass man sogar über jemanden reden kann und dieser ist sogar gestorben. Das heißt, er könnte nicht einmal, du könntest nicht einmal dein Recht wieder gut machen. Er war schon tot. Aber warum hat der Prophet s.a.w. sie nicht ermahnt? Weil sie auch mit dem, was sie gesagt haben, was? Recht gehabt haben. Er war ein Fasik und deswegen haben sie das gesagt. Er hat gesagt, das Höllenfeuer ist für ihn zur Pflicht geworden. Schaut mal, liebe Geschwister, wenn wir, wal'iyadu billah, Fussaq sind, das heißt Leute, die übelste Sünder sind, unsere Hurma, unsere Heiligkeit geht weg. Du kannst über so eine Person reden und Allah wird dich nicht mal dafür bestrafen. A'udhu billah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu den Rechtschaffenden zählen lassen. Das heißt, du wirst sehen in diesem Fall, dass wenn Leute nur Gutes über eine Person reden, auch bei der Janaza, wallahi al-azim, ich habe Sachen gesehen, ihr werdet mir nicht glauben. Damals, mein kleiner Sohn Anas, er ist tot geboren worden. Er war ungefähr 7 Monate. Alhamdulillah, Allah gibt und Allah nimmt. Und derjenige, der dir etwas gibt, was du liebst, so sollst du auch nicht traurig sein, wenn er dir etwas nimmst, was du liebst. Alhamdulillah, Allah hat uns einen neuen Anas gegeben. Möge Allah Anas recht leiten, der mich verrückt macht. Alhamdulillah. Sagt Amin. Wenn er hier wäre, hätte er nicht Amin gesagt. Auf jeden Fall, Subhanallah, er kam auf die Welt und seine Hände waren so auf der Brust. Als ob er in der Gebetsstellung war. Haben wir ihn gewaschen und dann haben wir ihn beerdigt. Und an diesem Tag wollten wir ihn begraben. Aber Subhanallah, als wir ihn zum Grab geführt haben, gab es ein Problem. Dieses Grab war bestimmt für jemand anderen. Und natürlich sind die ganzen Brüder gekommen damals zu unserer Janaza und haben sich versammelt, um das Totengebet zu machen. Aber wir konnten Anas nicht begraben. Stattdessen kam ein Mann von irgendwoher, wir kannten ihn nicht, der gestorben ist und keine Verwandten hatte. Und wir haben nur das Beste über ihn gehört. Die ganze Truppe war da, die er niemals im Leben gesehen hat. Die alle haben das Totengebet über ihn gebetet. Habt ihr gesehen, wie Allah das macht? Wallahi al-Azim, an dem Tag war klar, dass wir Anas, meinen kleinen Sohn, begraben werden. Aber Subhanallah, Allah hat diese Menschenmenge bestimmt für eine Person, der nicht mal aus Berlin war. Der nicht mehr aus Berlin, Allah kann das machen. Allah subhanahu wa ta'ala kann das machen. Deswegen wundert euch nicht, Allah ehrt, wen er will. Und hier in diesem Zusammenhang wollte ich euch eine Sache sagen, dass wir immer versuchen sollten, dass wir Gutestuende sind. Allah wird dich ehren im Leben und nach deinem Tod. Möge Allah uns dazu gehören lassen. Das erstmal, liebe Geschwister, ist der erste Punkt. Du machst Gutes für Allah Azza wa Jal. Die Leute loben dich dafür, weil du wirklich Gutes gemacht hast. Und sie erzählen über dich, sie reichen deinen Namen herum und Allah wird dich lieb machen für die anderen Leute. Kommen wir zum zweiten Punkt, dass du schon eine frohe Botschaft in dieser Dunya bekommst. Ar-Ru'ya Saliha, das heißt, dass im Traum du dich selber siehst oder andere dich im Traum in einem guten Traum sehen. Eine rechtschaffene Person träumt über dich. Und liebe Geschwister, Traum und Traum aufpassen. Nicht alle Träume sind so zu deuten, wie manche Leute denken. Hört diese Überlieferung. Die ist in As-Sahihain, bei Bukhari und, was haben wir gesagt, und Imam Ahmad und bei Imam Muslim. Sehr gut. An Ibn Umar, radiallahu an, qala, كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم. In der Zeit vom Propheten صلى الله عليه وسلم, wenn jemand einen im Traum gesehen hat, dann hat er diesen Traum wen erzählt? Dem Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم. فتمنيت أن أرى رؤيا أقصها على النبي صلى الله عليه وسلم. So sagte Ibn Umar, dann habe ich mir gewünscht, dass ich auch etwas im Traum sehe, so dass ich es dem Propheten sallallahu alaihi wasallam erzählen kann. Qala wa kuntu ghulaman shaban azaban. Und ich war ein junger Mann, ein lediger Mann, der nicht verheiratet war, wa kuntu anamu fil masjid. Und ich habe in der Moschee geschlafen. Auch ein
Beweis dafür, es ist kein Problem, in der Moschee zu schlafen. Und er sagt hier, Ibn Umar, radiallahu an, فَرَأَيْتُ فِي النَّوْمِ كَأَنَّ مَلَكَيْنَ أَخَذَانِي فَذَهَبَ بِي إِلَى النَّارِ. Dann sah ich zwei Engel im Traum. Sie haben mich genommen und in das Höllenfeuer gebracht. Allahu Akbar. Und sie haben mich wohin gebracht? In das? Wer sagt das? Wer sagt das? Wer hat das gesagt? Ibn Umar, nicht Umar ibn al-Khattab, Ibn Umar radiallahu anhuma, auf ihn und seinen Vater. Er sagt, ich habe dann gesehen, dass mich die Engel nehmen, schnappen und in das Höllenfeuer hereinbringen. Dann sagte er, وَإِذَا فِيهَا نَاسٌ قَدْ عَرَفْتُهُمْ فَجَعَلْتُ أَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ. Und als ich in das Feuer gebracht wurde, habe ich Menschen gesehen, die ich kannte. Allahu Akbar. Dann sagte ich, Allah, ich suche Schutz und Hilfe bei Allah subhanahu wa ta'ala vor dem Höllenfeuer. Dreimal. Dann sagte er, so sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, jetzt zu dem Traum von Ibn Umar. Was war nochmal der Traum? Er wurde geführt wohin? In das Höllenfeuer. Wir kennen Leute, wenn du ihnen deinen Traum erzählst, mashallah, der hat sofort ein Ta'wil, der hat sofort die Erklärung. Hört, was der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte. Er sagte, ni'ma rajul wa abdullah, law kana yusalli min al-layl. Was für eine vorzügliche Person Ibn Umar ist. Und dass er sich im Höllenfeuer gesehen hat, hat nur einen Grund. Es wäre schön, wenn er in der Nacht betet. Ah, ein Stopp. Was hat der Prophet s.a.w. über Ibn Umar gesagt? Eine vorzügliche Person. Der Prophet s.a.w. hat Ibn Umar verkündet, dass er woher reinkommt? In das Paradies. Aber dieses Beten in der Nacht war nochmal das i-Tüpfelchen für solche Leute wie Ibn Umar, dass er auch in der Nacht aufsteht, um zu den Besten der Besten zu gehören. Das war alles mit dem Feuer. Was hätten dir Leute erzählt, wenn du gesagt hättest, ich habe mich im Höllenfeuer gesehen? Er sagt, la'natullah alayh, und wäre von dir gegangen. Richtig? Schaut mal, subhanallah, wie gefährlich das ist, Träume zu deuten. Träume zu deuten. Wallahi al-Adim, und ich warne mich und euch. Es rufen mich tausend von Leuten an. Ich sage ihnen, ich deute keine Träume, weil das gefährlich ist. Das hat damit zu tun, dass das eine Wissenschaft für sich ist. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der Traum ist der 46. Teil vom was? Vom Prophetentum. Das heißt, das ist Religion. Imam Malik hat die Leute zurechtgewiesen, die einfach so über Träume geredet haben. Und er hat sie gewarnt, weil das Religion ist, liebe Geschwister. Man darf nicht einfach so über einen Traum reden. Jetzt könntest du denken, ach so, ist klar, für mich hört sich der Traum gut an, für mich hört sich der Traum schlecht an, falsch. Und wir kommen zu ein paar Beispielen, inshallah ta'ala. Das heißt, Ibn Umar hat, wenn er in der Nacht betet, den besten Zustand erreicht. Aber hätte er auch nicht in der Nacht gebetet, was hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam über ihn gesagt? Ni'mal rajul Abdullah Ibn Umar. Was für eine vorzügliche Person Abdullah Ibn Umar ist. Das reicht. Und daher, liebe Geschwister, sagte danach Salim, radiyallahu an, der Sohn von Ibn Umar, er sagte, فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا. Und als Ibn Umar diesen Traum hatte und der Prophet s.a.w. ihm diesen Traum erklärt hat, ab diesem Zeitpunkt bis zu seinem Tod hat er nie wieder viel geschlafen, außer sehr wenig. Den Rest hat er gebetet in der Nacht. Und über Ibn Umar wurde berichtet, dass er ungefähr zwischen 4 und 5 Mal in der Nacht aufgestanden ist, aufgeschreckt wurde, als ob ein Vogel wegfliegt vor Angst. So ist er aus seiner Matratze herausgegangen, damit er danach in der Nacht betet, weil er so eine Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala hatte. Hada Ibn Umar radiallahu anhu warda. Liebe Geschwister, aufpassen. Diese Träume, wir haben gesagt, wenn du dich im Traum siehst, das kann eine frohe Botschaft sein. Und wenn andere dich im Traum sehen, das kann eine frohe Botschaft sein. Aber Träume, aus ihnen kannst du keine Urteile ableiten. Was heißt das? Einer kam einmal zu einem Scheich und hat ihm gesagt, er sagte ihm, ihr Scheich,
Ich habe mich im Traum gesehen. Ein wunderschöner Garten. Und ich kam dann und sah den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und er sagte mir, du brauchst nicht mehr zu beten. Können wir diesen Traum ernst nehmen? Weil das hat was mit was zu tun? Mit einem Urteil. Und das Ijma aller Gelehrten, liebe Geschwister, dass du keine Urteile neu begründen darfst in Träumen. Wer ist in diese Fitna gefallen? Unsere? Die Breakdancer der Nation. Wer sind die? Sufis. Die Sufis. Die sind in diese Fitna hereingefallen. Ich habe von meinem Scheich geträumt und mein Scheich von seinem Scheich und der Scheich. Es gab einen, Abdullah ibn Salam hieß der. Wir sagen Abdullah ibn Dalal. Der war einer, der, wal'iyadu billah, irregehend war. Der hat gesagt, ich träumte, dass ich jeden Abend mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam telefoniert habe. Das heißt Live-Schaltung sozusagen. Ja? Und Base macht es möglich. Natürlich, dass man Flatrate hat, sonst wäre es sehr teuer für ihn gewesen. Er hat jeden Abend erzählt, er mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam telefoniert. Wer macht diese Tür sofort auf? Die Sufis. Oder er sagte, genau diese Person, der ist von dieser, wal'iyadu billah, irregehenden Gruppierung, Al-Adl wal-Ihsan, das sind Sufis in Marokko. Er sagte, ich habe geträumt, dass ich in einem Fluss saß oder an einem Fluss saß und meine Füße waren im Wasser. Und alle Propheten haben meine Füße gewaschen. Uff, hast du niemand anderen gefunden? Außer die Propheten? Alle Propheten haben meine Füße gewaschen, sagt er. Der hatte Millionen von Anhängern. Millionen. Seht ihr, wie abgeirrt manche Leute? Diese Leute sind abgeirrt. Von ihnen nehmen wir gar nichts. Sagt mal, Abu'l-Bara, aber du hast doch gesagt, so sagt dir ein Sufi, aber du hast doch gesagt, dass ein Traum der Rechtschaffenen etwas zählt, richtig? Aber wer sagt dir, dass du rechtschaffen bist? Nummer eins. Und Nummer zwei, wer sagt dir, dass du den Traum richtig deutest? Deswegen, diese Träume müssen richtig gedeutet werden. Einmal kam ein junges Mädchen zu unserem Sheikh, Sheikh ibn Uthaymeen, rahimullah ta'ala, rahmatan wasi'a, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm barmherzig sein. Und sie kam etwas schamhaft zu ihm und sie sagte zu ihm, ja Sheikh, ich träumte von einem Mann, der gänzlich nackt war, und Tawaf um die Kaaba gemacht hat. Tawaf, was heißt Tawaf? Er hat die Kaaba umrundet. Aber er war nackt. Dann sagte Sheikh ibn Uthaymeen, rahimullah, geh und verkünde ihm die frohe Botschaft. Sie sagte, subhanallah, wie die frohe Botschaft? Was für eine Botschaft? Er sagte, geh und verkünde ihm die frohe Botschaft. Sie sagte, dieser war nackt und hat die Kaaba umrundet, ja Sheikh. Er sagte, das bedeutet, Allah hat ihn alle Sünden vergeben und so war keine Last mehr an seinem Körper. Geh, verkünde ihm das. Dann sagte sie schamhaft, ja Sheikh, über den ich geträumt habe, warst du. Allahu Akbar. Dann fing er an zu weinen, der Sheikh. Subhanallah. Dann fing er an zu weinen. Schaut mal, liebe Geschwister, das sind die Träume der Rechtschaffenen. Auch eine Frau träumte von Sheikh al-Albani, rahimullah ta'ala, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam vor ihm lief und er lief mit jedem Schritt hinter ihm, bis der Sheikh angefangen hat zu weinen. Er hat alle Leute aus dem Studio herausgeworfen an diesem Tag und er weinte nur noch stundenlang. Träume. Wallahi, wisset, liebe Geschwister, und das sage ich mit erhobenem Kopf, wenn du siehst, dass einer über diese drei wundervollen Gelehrten, Sheikh ibn Uthaymeen oder Sheikh ibn Baz oder Sheikh al-Albani schlecht redet, dann mache einen großen Bogen, denn dieser hat Krankheit im Herzen. Die meisten Leute haben sie geliebt. Aber wer liebt sie nicht? Diejenigen, die auch nicht von den Leuten geliebt werden. Wisset das. Wer schlecht über diese Schuyuch redet, der hat Krankheit im Herzen, denn diese Leute haben einen langen Kampf in ihrer Karriere und sie hatten Allah subhanahu wa ta'ala und den Gesandten sallallahu alaihi wasallam als allerhöchstes Ziel. Bei Allah, ich bezeuge das. Alhamdulillah, Allah hat uns nicht die Gnade gegeben, dass wir bei ihnen sitzen durften, aber wir haben die Gnade bekommen, dass wir, wallahi al-azim, sehr viel von diesen Schuyuch gehört haben. Sehr, sehr viel. Und daher, wisset, diese Schuyuch haben so ein Fadl von Allah azza wa jalla bekommen. Und
dass du etwas träumst, bedeutet nicht unbedingt, dass es gut ist. Wie einer, er träumte, er sagte, oh Sheikh, ich habe geträumt, dass ich in einem wunderschönen Garten war. Es waren wunderschöne Farben von Blumen. Wunderschöne Farben. Und es war eine Quelle von Wasser, die wunderschön war. Dann sagte der Sheikh zu ihm, betest du? Er sagt, nein. Er sagt zu ihm, fastest du? Er sagt, nein. Er sagt, hast du mal den Hajj gemacht? Er sagt, nein. Was soll das für ein Traum sein? Das ist im wahrsten Sinne ein Traum. Der ist ein Träumer. Denn wenn du nicht das Gute tust, und so sagte Ibn Sirin, rahimullah ta'ala, wallahi, ein sehr wichtiger Satz, den ihr euch mit Gold schreiben solltet. Er sagte, wenn du ein Gutes tunender, ein Rechtschaffener bist, bleibe mit mir, wenn du ein Gutes tunender, ein Rechtschaffener bist, und du träumst im Traum etwas Schlechtes über dich, so wird dir das keinen Schaden zufügen, denn in der Realität bist du ein Gutes tunender. Und wenn du ein Schlechtes tunender durch und durch bist, und du träumst im Traum, dass du einer der Erfolgreichen bist, so wird dir dieser Traum nichts nützen, denn die Realität ist etwas ganz anderes. Jazakallah khairan. Habt ihr verstanden, meine liebe Geschwister? Das heißt, nicht der Traum ist die Basis, sondern die was? Die Realität, in der wir stecken. Das ist die Basis, die Realität. Und wir wollen beenden, bi'idhnillah ta'ala, eine weitere Bushra, ein weiteres gutes Zeichen, dass du von Allah Azza wa Jal den Erfolg bekommen hast. Das wird, während du stirbst, der Fall sein. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ. Und wahrlich diejenigen, die sagen, Allah ist unser Herr. Und daraufhin einen geraden Weg beschreiten. Viele sagen, Allah ist unser Herr. Aber was fehlt uns bei diesen Leuten? Der gerade Weg. Allah sagt nicht nur, dass sie sagen, Allah ist unser Herr. Sie sagen, Allah ist unser Herr und sie beschreiten einen geraden Weg. Allah sagt, so werden die Engel auf sie herabkommen und ihnen sagen, ihr braucht weder Angst zu haben, noch sollt ihr traurig sein und euch soll das zuteil werden, was euch versprochen wurde, das Paradies. Das passiert, während sie dabei sind zu sterben. So lässt Allah sie nicht sterben, bis er ihnen diese frohe Botschaft verkündet hat. Allahu Akbar. Allah lässt sie nicht von dieser Welt gehen, bis sie die frohe Botschaft bekommen haben. Ihr seid durch, ihr seid unter den Erfolgreichen. Schaut mal, wie Allah Azza wa Jal einen ehren kann. Deswegen, ja Ikhwa, für diesen Moment müssen wir alles vorbereiten. Dass wir diesen wunderschönen Moment haben und ihr seht viele Leute, was machen sie, während sie dabei sind zu sterben? Sie lachen. Du siehst ein Lächeln in ihrem Gesicht. Oh Allah. Deswegen sagte einer der Dichter wunderschöne Wörter. Er sagte, es gibt Kinder, wenn sie geboren werden, was passiert mit den Eltern und den Angehörigen? Hä? Was passiert mit ihnen? Freuen sie sich oder weinen sie? Sie freuen sich, während das Kleinkind aber weint. Er sagte, ja Allah, lass uns unter denen sein, wenn sie dabei sind zu sterben, dass sie lachen und ihre Angehörigen alle weinen um sie. Aber subhanallah, diese wunderschönen Wörter. Und daher, ja Ikhwa, es dauert nicht mehr lange. Vielleicht leben wir noch eine Woche, vielleicht noch ein Jahr, vielleicht 10 Jahre, ganz gleich. Es wird der Moment der Wahrheit kommen, wo du bitter bereuen wirst, wenn du schlecht gelebt hast, nicht nach dem Islam gelebt hast. Und es wird der Moment kommen, wo du stolz sein wirst, dass du richtig gelebt hast, wenn du diese frohe Botschaft bekommst. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns allen dazu verhelfen, dass wir einen guten Tod bekommen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns nicht von dieser Erde gehen lassen, bis er mit uns zufrieden ist. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.